Yay. Jetzt müssen wir noch gegen die Statue da rechts knallen lassen. Gegen die Statue rechts knallen lassen. Ja, aber trotzdem. Ich versuche. Harsh. Never. Oh, guck mal. Oh Gott. Und zwei. Verdammt. Noch den Regenbogen, den kann ich jetzt machen. Hallo. Hier ist höher. Ja, dann lass mich halt höher. Gut. Das war jetzt harmlos. Danke, danke. So. Yay. So viel Theater, um dann den letzten Kampf machen zu müssen. Oder zu dürfen, ja. Also ich weiß nicht, ob der Stream jetzt funktioniert, aber wenn nicht, dann weiß man, ob ich den Stream was durchgeholt ist. Dann machen wir Sushi. Wenn es gar nicht funktioniert, lade ich zum Beispiel einfach den ersten zum Mittagessen gespielt haben und sagen, ja, das haben wir gespielt, fertig. Schnappi, 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 schnappi. Oh, ja, glaube ich. Ja, denke ich auch. Oh. Nischna, schnappi. Guck mich so blöd. So, Finale. Oh, oh Gott. Yay, ich hab sie gekotzt. Na, ja, jetzt dürfen wir die Minen benutzen, deswegen alles klar. Das Ruff! Ruff! Ah, ich hab mich zum Arsch hier. Wow. Wow. Wow! Sie hat sich da kaputt gehen lassen wieder, ne? Ja, hat ein Buch gelesen dabei, schön. Ach, yes. Aber ja, die hat arg viel Energie. Ja. Die zweite Phase, wenn die halbe Energie weg ist oder sowas. Wenigstens kann ich mal aktiver, so gesehen, mal was machen. Ja, fast halt. Besser. Ich kann die auch nicht aufladen. Ja, wow. Oh, ich kann sie treffen. Wow. Das ist gut. Da kommt jetzt gleich wieder was aus der Wand. Wie schön. Thank you.
Sauber. Sauber. Sehr schön. Das habe ich nicht gefunden. Ja, dann müssen wir nochmal. Da passiert mit Sicherheit noch was. Wäre ein bisschen traurig so. Ich will, will's nicht. Hinten bei uns das nicht anzeigen will, ist das in Ordnung. Kann ich mit leben. Huch! Aber unter Umständen hat er es aufgenommen halt. Oder man sieht jetzt halt nur das. Spoiler! Ja, das war klar. Ja, in der Tat. Ja. Der letzte Kampf war nicht der letzte Kampf. Upsi, das tut mir jetzt aber leid. Aber ich habe eine Idee. Ich male ein Bild. Nein, ich mache dir ein Tongemälde erstmal. Von einer Rakete. Also eigentlich eine Eule. Ich als Rakete anmalen. Verstehst du, was du zu tun hast, Kirby? Kirby, Kirby. Kirby? Ja, Kirby. Kirby, Kirby. Hummelung! Und schieß was ab. Wir sollten nur ein bisschen mehr Doro machen. Denke ich mal. Fernsehen. Ne, okay, jetzt war so noch schräg. Nimm das einfach an der Lütto mit. Alles klar. Wahrscheinlich dürfte mich die ganze Zeit da rein turbonen, weil ich ja dann ihn treffen soll, nehme ich an. Ja, ja. Ja, dann mehr einfach mal ein bisschen in die Minen rein. Ja, dann könnt ihr es machen, wenn da keine Minen sind halt. Ah ja, irgendwie mal nicht vorher. Oder auch nicht. Ja, zumal Schaden macht es gar nicht. Was macht denn überhaupt jetzt mal Schaden? Ja, wahrscheinlich wieder mein Aufladen angehört. Okay. Ich glaube auch wenigstens anständig. Drei Treffer und dann weg. Ja. Und weniger Wund. Oh nein. Mach ich doch total gut, ohne eine Ahnung, was ich da eigentlich mache, ne? Spam. In der Tat, aber... Ja, das war's. Geh doch schon mal Sushi machen. Nee. Wo soll ich immer gehen? Sammle 100 Sterne für die Sterne. Weil du dich langweilst. Ja. Okay. Ist halt nicht spannend, wenn man irgendwie an dem Finale teilnehmen kann. Das ist ein bisschen doof, dass man jetzt ausgerechnet da dann nicht mehr, ja. Oder jetzt nicht mehr mitmachen kann. Nein, das stimmt allerdings. Theoretisch müsste ich in der einfachen Version einfach nur... Ja, das ist den Papa. Den habe ich gesehen. Müsste ich aber 300 Sterne sammeln und dann müsste ich eigentlich dreimal das einsetzen können, oder? Hm, jetzt kommen keine Sterne mehr, wenn du nicht 100 voll hast. Theorie schon, ja.
ja, wo liegt er wieder her? Oh Mann. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, weil ich ja genau die Linie anpassen muss, damit ich in die Richtung gehe. Ja, wow, 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 wow! Du bist halt extra mit den Strichen, also. Soll ich dir einen Anbot geben? Nee, ich glaub. Damit wird es total einfach sein, wenn du unendlich viele Sterne hast. Ich glaub, deswegen geht das aber nicht. Geht das wieder nicht? Gib mir noch 10 fucking Sterne, gut ist. Lieblich. Ach, auch noch ein Stückchen. Ja. Weg. Ah, Scheiße. Ach, Mann. Dann gib mir wenigstens noch Milchshake oder so. Nein, ich bin nicht normal. Bogenseile können Gegenstände. Das Spiel ist so ein besserwisserischer Scheißarschloch. Wenn du nicht getroffen wirst, verletzt du dich nicht. Siege den Gegner, um den Gegner zu besiegen. Ja. Du gewonnen hast, bist du gut. Wenn nicht, dann hast du halt Pech, ne? Jetzt machen wir einfach den Komm mir halt keinen Bock mehr Modus an und dann geht's halt. Was das? Was nicht? Ausgeatmet mache ich manchmal, meistens nach dem Einatmen. Entschuldige bitte. Entschuldige, dass ich während ich nicht spielen kann, nicht gespielt habe. Super! Handy. Ja. Ich würde gerne verstehen, was warum, aber so gut, man kann nicht. Jetzt schafft das. Ja, bisher schaffe ich sogar ohne Gegentreffer. Da lächelt mich auf einmal. Oh, komm schon. Das war fies. Das war jetzt auch absolut notwendig, dass das so passiert. Nein, gerade nicht. Wirklich große Freude zeigen. Das bin ich kurz. Ja. Bitte nicht. Jetzt wird's fies. Ja. Kann wirklich kein Amiibo nehmen? Ich könnte es ausprobieren. Dann gib mal Kirby. Wenn man das eigentlich machen muss. Aber da tut sich jedenfalls nichts. Nee.
Dann geht es auch nur beim Levelstart, wenn überhaupt. Aber es würde ja heißen, dass ich die erste Hälfte für den Kampf nochmal machen muss. Aber da stand doch immer nur, es geht, geht nur in einen Abschnitt. Hast du die ganze Zeit geladen, Arne? Also. In der Tat. Beziehungsweise prinzipiell muss man ja leider sagen, im Prinzip kackt ja nur ich ab, weil ihr nicht machen könnt. Ja, wir können nicht nur beschleunigen, damit du noch weniger Kontrolle über deinen Kirby hast, was total sinnvoll ist. Ja. Na jetzt, wenn wir jetzt da auch mit rumfliegen könnten und Sterne sammeln, das wäre ja irgendwie sinnig. Ja, selbst wenn ich ihn nur verletzen könnte, aber das... Oh, ist der Kampf schwer da? Nein. Nein, wenn man sich so anstellt, ne? Ja, wenn man mal den guten Moment erwischen würde zum Abschießen, dann ist das kein Thema. Interessant, naja. Nein, interessant ist er definitiv nicht. Auf jeden Fall mehr Glückssache als nötig. Oh ja. Irgendwie so eine Art Shooter-Level, Shooter-Gegner kommt ja in den meisten Kurven süßlos. Ja, das stimmt. Irgendwie nerven sie fast immer, finde ich. Ich habe noch nie Return to Dreamland gespielt, also da gab es das ja auch, das weiß ich, aber ich habe es nie gespielt. Ich auch noch nicht, auf meiner Wii U auch noch bis zur Ultra. Für schlechte Zeit. Für schlechte Zeit, aber Spieler auch von Wii U nicht. Mach das Kommentar doch gar nicht runter. Ich kann nicht beurteilen, ob es schwer ist. Ich sitze nur daneben und ja, sagen, wir freue mich beurteilen. An meinem komplett nutzlosen Model. Yep. Ja, endlich! Sauber! Der Jutti Mann. Man kann auch mal Boden ziehen. Das ist schon in Ordnung. Scheiße, ey. Weiter vorgehen. Eben mal schnell reingeworfen. Und da ist Sonia wieder. Und Sonia aus Kiko. Und wir zwei kleinen Waddles. Oh. Cool, ich halte das Ganze nochmal. Ich bin nach Hause kommen. Das ist aber echt so. Ja, jetzt hast du unsere Welt gerettet, jetzt verpiss dich. Bist du noch da? Nach Hause kommen. Grün halte ich mal richtig fest und bin gleich wieder runter. Oh. Jo. Ja, richtig. Das war dann wohl. Jetzt will ich aber wissen, ob der Bene das übersetzt hat. Dein Bekannter. Ja. Na. Das klang zwischendurch so ein bisschen nach seinem Humor, aber wieder nicht. Die Credits sind auch nicht interessant. Könnten wir mal so ein bisschen mehr Animation? Ja, da hast du den Programming Direction. Mai. Munemasa Kimura. Okay, dein Japanisch ist nicht. Koki Tajima. Wir haben es auch noch nie gesprochen. Katsuya Noguchi. Gucci! Das tut ja schon weh. Yuta Kawakami. Mi. Tanako Mori. So hört sich das wahrscheinlich ein Eier mit. Ja. So ein richtiger. Ah, da bin ich wieder als Panzer. Ein Hardcore-Panzer. Ist Motive falsch geschrieben? Was? Kommt so falsch vor. Was? Motive. Im Englischen nicht. Hä? Wird das echt mit dem F geschrieben? Ja. Ja, und sie fliegen. Wir fliegen. Ja, ich muss echt gucken, ob ich die manche Videos vom Stream privat bei YouTube reinstelle, um sie mir runterzuladen, um sie zusammenzufügen und sie dann hochzuladen. Ja, diese kleinen Stückchen. Nein, das ist schon mal zu meinen. Die ersten beiden Videos waren ja völlig in Ordnung, da habe ich ja nichts auszusetzen. Aber es ist auch der erste Stream, den wir jeweils gemacht haben. Ja, den wir ganz gemacht haben. Und wenn es Leute interessiert, machen wir auch noch mehr. Auch gerne zu dritt. Auch wenn der Lace gerade am Gehen ist, der will er auch mitmachen. Ich bin immer am Gehen, das ist Natur. Oh Gott. Zum Beispiel Kirby's Return to Dreamland. Ja. Wobei, man kriege ich dann wieder so einen Kirby, hasch mich. Und dann hat Menge Kirby-Spiele mischen. Aber ich würde sagen, bei dem Spiel, da hat man mehr Input, ne? Weil ich kann laufen,
Yeah. Ich kann laufen, du kannst laufen. Gut, nee, bei Kirby Dingens kannst du das nicht, weil da können Leute nur zwei spielen. Nee, da können auch drei spielen. Hey, Return? Nee, bei Kirby's Dream Land 3? Nee, ich rede ja nicht von Kirby's Dream Land 3, ich rede von Return to Dream Land. Das ist auf doch... der Wii. Ach, das! Okay, ja gut, nee, da hast du recht. Das habe ich aber keine Lust mehr. Das habe ich schon einmal perfekt durchgespielt. Zweit. Also Fenris wäre für ein weiteres. Bobby? Spiel. Ach, ein weiteres Spiel irgendwann mal. Der ja. Benedikt die faule Sau hat überhaupt nichts mitgebracht. Wollen wir nochmal schimpfen. Lustig ist, jedes Nintendo-Spiel, was ich jetzt jemals mit dir durchgespielt habe, da war er nicht dabei. Ja! Du glaubst mir gar nicht mehr, dass es ihn gibt. Ja, ich glaube, diesen Benedikt hast du dir ausgedacht. Hab ich mir nicht ausgedacht. Nur anzugehen, dass jemand bei Nintendo kennt. Ja, der Freund von dem Opa von meinem Onkel arbeitet bei Nintendo und ich kenne ihn nochmal. Ja. Irgendwann finden wir noch ein Spiel, wo der mit dir macht, weil ich schwör's dir. Bestimmt. Aber nicht dieses. Ich befürchte auch. Vielleicht ist er dann bei meinem Woody World dabei. Falls man da überhaupt denkt. Ja, Textboxen. Textbox-Übersetzer. Jetzt malst du noch unsere Welt an und gut ist. Hat du erstmal eine Brezel gemalt. Lecker Brezel. Shinya Takahashi, hat der nicht mal bei Hudson Soft gearbeitet? Könnte sein. I don't know. Oh. Let's play the game! Ja, toll. Jetzt. Aber ich bin sehr überrascht und sehr freudig erregt, dass das Problem mit den Äpfeln gelöst wurde. Ja. Jetzt wissen wir, wo sie sind. Das finde ich. Frage ist, perfektionieren wir das irgendwie die Tage noch oder machen wir was anders? Ich glaube, für den Stream reicht's. Also jetzt so beim Perfektionieren zugucken ist wahrscheinlich uninteressant. Ja, also ich denke mal, was wir machen könnten irgendwann mal, was ich aber als YouTube-Ding machen könnte, ist die komplette Sammlung oder so zu jetzt zeigen. Ich will auf jeden Fall einmal sehen, was du da noch alles, was du da noch alles Spaß hat. Und wir haben noch diesen Herausforderungsmodus, also für uns. Also Herausforderungen... Das ist, glaube ich, irgendwie... Gucken wir mal rein. In allen vier Räumen. Wahrscheinlich auch wieder was eher für einen Spieler geeignet ist. Ja, hast du in einen Raum. Sorry. Ach, ich mach nur. Oder beide. Man kann auch raus und schwören. Also im Endeffekt Herausforderungsräume nur. Also nicht das ganze Spiel nochmal. Das nee. Ist schon mal. Manchmal bin ich auch. Deswegen sage ich ja, wenn, dann kann man hinterher die komplette Sammlung zeigen oder sowas und das interessiert die Leute dann ein bisschen mehr, weil die Tagebucheinträge sind so halt am anzusehen. Ja. Aber jetzt versuche ich den natürlich auch vollständig zu machen. Das sind Herausforderungen zum Beispiel. Ba, 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 ba. Kriegt man dafür was? Nein, außer eine Goldmedaille, ne? Neue Herausforderungen. Ja, super. Sehr gut. Naja. Wir sind eh gleich fertig. So. Ja. Ne, da stand nicht, wie viel Prozent das jetzt sind, ne? Also was haben wir jetzt theoretisch für Aufgaben? Wir müssen noch in einigen Leveln die Gold 90. In einigen Leveln die Goldmedaille, wir müssen noch andere eine Handvoll Schatzkisten übersehen. Und in ganz wenigen das Tagebuchblatt. Eigentlich nur am Anfang, wo wir zum Word fahren, ist zu wissen. Ja, das eine muss ich auch versehen. Die 8 Herausforderungsräume und mehr ist es ja nicht. Ja. Dann zeigen wir dir. Das ist ja jetzt nicht mehr so dramatisch, wie das haben wir wahrscheinlich auch in 2 Stunden geschafft oder so, wenn wir das. Ne. Das Periskop dagegen ist pure Show. Toll. Klasse. Hängt mir an der Wand. Höher scrollen kann ich nicht. Also so gesehen das Studio von denen, ne? Das sind die Welten, das oder? Sind die, diese Filme, die sie nicht so schön gemacht haben. Aber das sind die Welten. Ja, sieht so ja? aus. Ja. Sehr schön. Einfach mal die Konzeptart und so an der Wand gehangen. Das ist cool.
Waddle Dee hat eine Wasserform, die der von Kirby sehr ähnlich ist. Sehr schön geschrieben. Eine magische Vorrichtung spaltet Kirby in zwei, aber keine Wange. Beide Hälften haben Kirby scharfen Verstand dafür bekommen. Kirby? Scharfen Verstand würde ich das nicht nennen, was der da von sich gibt. Let's go. Kirby? Aber verschluckt er alles, spuckt es bei Bedarf wieder aus und setzt seine Spezialform ein. Also, schwierig. Ja. Als das merkwürdige Licht kam, um seine Farbe zu klauen, war Cozy steif warm. Die Angst in diesem neuen Abenteuer keine große Rolle zu spielen. Und damit wollte er auch recht behalten. Das ist jetzt auch dramatisch. Komm, wir designen eine Spielfigur und lassen sie da nicht vorkommen. Waddle-Doo, das helle Licht aus dem Himmel war ein ziemlicher Schock für Waddle-Doo. Das Wegrennen war ja viel zu fängstig, aber alles hat so schlimm, solange sein riesiges Auge nicht kostet. Das wäre eher unschön. Blitziblank sah das merkwürdige Licht gar nicht, sei Dank. Und da ist die Veränderung von nicht eingefroren zu eingefroren wieder zu nicht eingefroren gar nicht aufgefallen. Ja, doch besser so. Also die Texte sind ja unterhaltsam geschrieben, ne? Japan. Diese Figur hat klebrige Finger und ist seit Elaine's Rift auf der Jagd nach ihr. Kirby kann sie nicht finden, aber den Händen geworden. Die Sperr lässt sie sich einfach zurückbringen. Das heißt, wenn ich das jetzt, oder wenn du das im Einzelspieler gespielt hättest, würde die, dann würde die nicht auftauchen. Nee. Und man würde aber random so eine Statue von der kriegen. Wir also, kriegen auch sonst Statuen von Figuren, die es nicht gibt. Also insofern. Die kam im Intro vor. Außer King DDR. Ja gut, der komische die Endgegner da hatte ja auch diese Hände. Kochkammer sagt, ja eine Menge zu tun. Da taucht er in diesem Spiel nur als Figur auf. Wenn man ehrlich ist, nutzt er Pfanne und Kochlöffel aber eher als Waffen, da er so einfach mit ihm umgehen kann. So. Der selbsternannte König von Dreamland liebt seinen Hammer und verbringt viel Zeit damit, seine Flugkünste zu trainieren und mit Kirby mit halt zu beenden. In diesem Spiel ist er nur als Figur. Boah, ist das frustrierend. Ja, vor allen Dingen zerstampfen. Der zweite Charakter ist gar nicht da. Sie zerstampfen deine Träume sofort, weil sie dir sofort vor den Kopf knallen. Nein, gibt's nicht. Bam, weg. Ja. Und wir haben immer noch kein Amiibo ausprobiert, aber jetzt ist auch egal. Für den perfekten Durchgänger können wir die immer noch gut gebrauchen. Wenn sich Kirby und Elaine sowieso schon auf diesen Abenteuer befinden, können sie sich ruhig ein paar Schätze ein. Sagt hoffentlich, dass sie ihre neue Freundschaft nicht den Inhalt der Schatzburg spielen. Kleine Dioramen sind wild. Kirby möchte gerne das Mal nennen, also bringt Elaine in die Runden alle bei. Diesen Selbstporträt scheint er sehr stolz zu sein. Ich finde es ja eher, sagen wir mal, interessant. Aber solange er Spaß dabei hat. Die Schnappern scheint es auf Kirby abgewinnt zu haben, aber da hat sie die Rechnung ohne Waddle Dee und seinen Speer gemacht. Los, Waddle Dee, beeil dich und rette Kirby! Ding noch. Na, ja, die letzten Bosse. Roto Rowdy nach. Eine ganz schöne Tortur, aber was macht man nicht alles, um sich Kirby nochmal stellen zu können? Dann verlorener Kampf gegen Kirby legte Kalmiral nochmal ein Schiff auf, wurde lava-resistent. Aber dann gewann Kirby erneut. Vielleicht war die Berufswahl Bossgegner doch keine so gute Idee. Und ja, er schuf mit ihren Kräften. Ja. Ist das so? Tat sie das? Allerdings übernahm während ihres Schaffens etwas die Kontrolle über sie. Zu guter Letzt kam sie aber doch noch wieder zu Verstand, vertrug sich mit Elaine und alle atmeten erleichtert auf. Ja. Na gut, gucken wir uns noch das Tagebuch an und dann mache ich zumindest da aus. Oh. Ne Leute, das war's dann, aber da ihr mehr sehen wollt, werden wir auch mal mehr machen. Schön zu dritt. U-Boot Kirby war ein richtig großer Erfolg. Sicher gibt es da unten einen Tipp. Ah, da ist das Schwert von Metanight. Stimmt. Wo du recht hast du recht. Der ist vielleicht die letzte Figur, könnte ich mir vorstellen. Sieben Welten hat man ja mit den Farben erschaffen. Ach, deswegen Septopia. Ja. Ergibt ja total Sinn. Oh Mann. Dieses Flugschiff stand auch von Tonja. Bastronen an. Hier mit schießt das Schiff. Die schau er nicht. Pilotensitz? Ehrliche Kanone. Warum will? Oh Gott.
Raketen-Kirby, ich glaube, er ist stärker als Bastion. Ach nein! Erde, Wasser, Gott! Tierskit! Der halbtote Hamster da unten links! Oh Gott! Ist das süß! Ich lache mir an. Ein Ausflug mit der Gondel, was für ein magisches Einkaufserlebnis. Eines Tages wurde Tonja total böse und war sie weg. Aber ich konnte meine Freundin nicht einfach in Stich machen. Ich dachte, Schwester. Kirby liebt Äpfel, auch Kirschen, Hotdogs, Pizza, Eiscreme, Schoten, Trauben und Blubberlimonade. Pizza, Eiscreme, Schoten. Aber die Milch ist da gar nicht bei. Ich dagegen, ich will ein rotes, oranges, gelbes, grünes, blaues und violettes Parfait. Voll lecker. Guck mal, ein riesiger Knopf. Niemals hier drücken, ganz schön direkt der Schalter. Ach, das sind Kirbys Freunde, alle von seinem Planeten, die sehen komisch aus. Ja. Tuxedo! Ja, genau! Tuxedo Knights! Genau. Geht nur die Rose mit der so. Also. Waschbär! Da ist auch dein Kawasaki, Chef von Kawasaki. Und ein Waschbär da. Stimmt. Animal Crossing da haben. Es gibt alle zweimal in meinem Tagebuch. Niedliche kleine Anspielung auf Kirbys Epic Garn. Beziehungsweise Kirby und das magische Garn wieder vor. Ja. Auch Tonja und ich und wo jemals wieder vertragen werden. Und mit Kirby schaffe ich alles. Ja, klar. Ich liebe Happy Ends. Yay. Gut, Leute, das war's. Ich verabschiede mich von euch. Wir komplettieren das, wenn ein andermal, jedenfalls unter uns. Sollte es irgendwas extrem Interessantes nochmal geben, melden wir uns zurück. Irgendwann mal. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen.